Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bob's Mod, wo wir letztes Mal es geschafft haben, uns ein paar Roboter, müssen hier irgendwo sein, zu beschaffen. Und wir haben auch die entsprechende modulare Rüstung dazu. Nicht sehr leistungsstark, aber wir können nun mal ausprobieren, wie das Ganze dann so hinkommt. Denn wir müssen hier die Fabriken etwas nach unten setzen, so dass wir unseren Bus hier etwas in die Breite bringen können. Und was machen wir, indem wir Ctrl X drücken und diesen Teil kopieren, und dann wollen wir das in etwa auf diese Höhe runterbringen, und wir wollen schauen, dass wir die Ein- und Ausgänge in etwa gleich anordnen wie oben, so dass wir nur Förderbänder von oben nach unten durchziehen müssen. Und wie wir sehen, die Robis, die sind recht langsam, um da was bewerken zu können, müssen wir die Geschwindigkeit forschen. Aber es gibt auch Roboter in verschiedenen Stufen, und je höher die Stufe, umso schneller bewegen sie sich und haben verbesserte Fähigkeiten. Aber wir sehen zumindest, dass wir was machen können mit den Robotern. Wir müssen einfach genügend Geduld haben, bis das alles erledigt wird. Und wahrscheinlich dürfte auch die Energie dann irgendwann zur Neige gehen. Aber ich tue euch das nicht an, mir hier zusehen zu müssen. Denn wir müssen diese Fabrik hier nach unten verschieben und dann hier diese auch, wo wir die roten Schaltkreise herstellen. Und dann können wir uns darum kümmern, dass wir auch eine Fabrik hinbekommen für all unsere Eisenbahndinger. Die Gleise, die Signale, die Haltestellen, Züge. Wahrscheinlich nur mal die erste Variante, denn für alles Weitere brauchen wir Legierungen etc. Aber hier die Grundvariante, damit können wir schon mal beginnen. Und ich glaube, die ersten hier, die sind nicht wirklich unterschiedlich von den Vanilla-Rezepten, mit abgesehen davon, dass die Schaltkreise hier gelb sind statt grün. Die erste Fabrik ist nach unten versetzt, und ich konnte dann auch die Steinbänder hier oben durchlegen, auch wenn sie immer noch einen kleinen Knicks drin haben. Das werden wir auch irgendwann beheben. Bevor ich aber die zweite Fabrik nach unten verlege, sind unsere Forschungen ausgelaufen. Darum habe ich mir gedacht, wir reihen doch hier ein paar mehr ein. Das sind die Roboter der zweiten Stufe, dann die
violetten Fläschchen, Logistik, Umspannwerke, Forschungsgeschwindigkeit, dann die integrierten Schaltkreise und die Leichtbauteile. Und dann können wir mit all dem weitermachen, was dann dahinter noch kommt. Aber nun werde ich mich dann auch daran machen, hier die die restlichen Fabriken nach unten zu verlegen. Und vom letzten Mal habe ich gelernt, es ist vielleicht geschickter, wenn ich den Input abklemme, denn sonst muss ich so viel Dinge vom Förderband legen, was das Ganze etwas langsam und träge macht. Nun, wir werden hier einfach mal das Ganze auslaufen lassen und was dann am Schluss immer noch auf dem Förderband liegt, das werden wir in die Tasche stecken und die ganze Fabrik hier nach unten verschieben. Die zweite Fabrik ist auch nach unten verlegt und wir sind hier am Ende von unserem Bus, wo wir die Roboter, die initialen Roboter herstellen. Und wenn wir uns anschauen, was wir für die zweiten brauchen, brauchen wir da die Vorgängergeneration als Input, plus wir brauchen die Flugrobotergestelle, die ähnlich herzustellen sind wie hier, so dass es durchaus Sinn machen würde, quasi die 5 Stadien oder Ausbaustufen der Roboter hier herzustellen. Aber wir haben derzeit nur die Bauroboter am Start, keine Logistikroboter. Und wenn wir all das hier unten reinzwängen wollen, dann müssen wir den Bus bis hier hinten verlängern. Drum denke ich, lassen wir doch hier erstmal Platz, damit wir dann auch die Logistikroboter herstellen können. Und vielleicht machen wir dann die weitere Produktion der Roboter etwas mehr mit Logistik, dass wir da nicht allzu viel Platz am Bus verbrauchen. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen den Bus verlängern. Wenn wir hier noch das Setup für die Logistikroboter hinbekommen, etwa den Bereich hier werden wir brauchen, und dann können wir hier, wo ich ausholze, dann damit beginnen, eine Fertigungsstraße für alles rund um unsere Eisenbahn aufzubauen. Aber ich mache hier mal Platz, verlängere den Bus bis ganz nach hinten, sorge dafür, dass ich genügend Förderbänder habe, denn ich gehe davon aus, bevor der Bus fertig erweitert ist, sind sie mir wieder ausgegangen. Nun, der Platz sollte uns hier reichen. Und wenn wir uns hier anschauen, wie die Rezepte so aussehen, sehen wir, wir brauchen Eisenstangen. Die brauchen wir auch hierfür. Aber sonst nirgends. Das heißt, die zwei werden wir nebeneinander platzieren können.
Und wo brauchen wir dann die elektrischen Schaltkreise? Die brauchen wir hier. Und bei den Signalen für die Lokomotive. Und dann hat es sich's. Also, machen wir das eins nach dem anderen. Da brauche ich ein paar mehr Schaltkreise. Und natürlich jetzt, wo ich Förderbänder habe, habe ich kein Eisen mehr, um was Sinnvolles damit anstellen zu können. Und auch an Stahl fehlt es. Und das heißt, wenn wir hier Eisenstangen machen, dann machen wir hier die Gleise und hier die Dinger. Und wir werden hier Förderbänder haben. Ich denke, Eisen werden wir einiges benötigen, auch für die restlichen Dinge. Vielleicht können wir Stahl und Stein können wir auf das gleiche Band legen. Zu wenig Untergrundbänder. Ich besorge mir mal die nötigen Materialien für den Bau und dann können wir weitersehen, wie wir das bewerkstelligen können. Den Anfang haben wir hier schon einmal gemacht und wir können hier einfach weiterfahren mit den Signalen. Brauchen wir hier von was und hier von was. Und wenn wir das so verlängern, können wir hier und hier einen Ausgang machen. Die Kisten, die begrenzen wir. Und dann brauchen wir Strom. Und so. Und das sind dann die nächsten zwei. Dann hier. Lokomotiven. Da bekommen wir den Stahl her. Da die Schaltkreise und dann machen wir hier ein Band mit den Elektromotoren. Normale Motoren. Haben wir die nicht auf dem Band? Produzieren hier Elektromotoren. Aber keine Motoren. Aha. Und haben wir nicht auch sonst noch eine Fertigung? Wenn nicht, dann müssen wir
Was wir hier aber machen können. Ist sowas. Und dann bekommen wir zumindest ein paar Motoren können wir abzweigen. Und manche müssen lang sein, manche müssen kurz sein. Hier etwas ausgeglichen sind und dann kommt das Ganze hier aufs Band und wieder mal sind die Fließbänder alle. Die Anschlüsse können wir ja nachher noch machen. Hier werden wir einen Ausgang benötigen. Den machen wir hier hin und hier dann die nächste Fabrik. Die braucht Zahnräder. Und dann haben wir hier die, welche auch Zahnräder braucht. Und dann haben wir, die Lagertanks, die wir hier benötigen. Hier Rohre, Lagertanks, und da machen wir einen langen und hier machen wir auch einmal lang. Haben wir hier einen Ausgang, da einen Ausgang und dann brauchen wir hier auf dieser Seite nochmals einen Ausgang. Und ich brauche jetzt Förderbänder, damit ich das Projekt zu Ende bringen kann. So. Und damit sollten wir alles am Start haben, so dass wir auch produzieren können. Auch hier wollen wir den Output begrenzen. Und hier brauchen wir einen langen Greifarm für die Motoren. Und dann bekommen wir auch Lokomotiven produziert. Sehr schön. Und damit sollten wir alles aufgereiht haben, damit wir nächstes Mal unser Eisenbahnnetz planen können. Denn damit wir Fortschritte machen können, brauchen wir mehr oder eine breitere Variation an Metallen. Insbesondere hier die Legierungen, Bronze und Messing, aber dann natürlich auch all die anderen Goodies, die wir hier nicht produzieren,
weil wir schlichtweg keinen Platz haben. Nichtsdestotrotz wollen wir schauen, dass wir die Erzfelder, die wir hier haben, dass wir die auch sauber abbauen, sodass wir dann irgendwann den Platz anderweitig nutzen können. Aber zumindest fürs Erste werden wir die Legierungen von außen her produzieren, und dazu müssen wir schauen, wo wollen wir das hinmachen, wo es nicht stört. Und wenn wir die Verschmutzung anschauen, dann sind da die nächsten Nester schon wieder nahe dran. Wir haben hier auch ein Uranfeld, das unglücklicherweise genau dort ist, wo unser Bus hin will. Auch dafür müssen wir eine Lösung finden. Aber all das nicht mehr heute, sondern morgen oder in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss!